Zwar sitzt er jetzt noch hier und wartet, bis die Polizei da ist. Alter, was ist mit dir? Was ist mit dir, du Idiot? Wer ist erwischt worden? Ja, wer ist erwischt worden? Du? Nein, du? Alter, ich hab alles in die Alufolie da, wie immer. Unter die Alufolie. Du hast überhaupt gar keine Alufolie mitgehabt. Wer kauft denn die immer? Ohne mich hätten wir gar keine Alufolie. Ich hab einmal die Alufolie vergessen. Du vergisst immer die scheiß Alufolie. Okay, ist ja egal jetzt. Alter. Du bist immer so auffällig. Ich hab dir gesagt, wickel die Unterwäsche ein, die Alufolie, aber du hast das ausgetragen wie ein Wickel. Hättest du mal ein bisschen recherchiert, was ist denn mit der Was Hausfrau? Hätte ich bitte googeln sollen? Wie man überhaupt einem stört? Ja, was glaubst du, wie hab's ich gelernt? Mach zu. Du musst dir das nächste Mal ein bisschen mehr anstrengen. Wie schaut denn das aus? Ja, weil ich bock das gerade gar nicht. Ich kann keine Faust drauf haben. Alter, was ist denn mit dir? Du kannst eh nur nach Deutschland gehen. Was soll ich bei die scheiß Beef gehen? Ich wollte wegziehen aus dem Kaff. In die Großstadt. Was wüssten du in Linz? Beim IKEA arbeiten. Alter, das pack ich nicht. Hey, keine Sorgen, wie ich mal haben. Hey, schau, ich bin da die Arme. Ich hab nix, keinen Job, keine Mau, keine Kinder, kein Haus. Hey, du weißt, wie alt ich bin. Ja, wenn ich jetzt auch noch Vorstraf kriege, ist vorbei. Ja. Du musst das jetzt auf die nehmen. Was? Allah. Alter, was ist denn das für eine depperte Idee? Das ist keine depperte Idee. Ich hab gedacht, du bist meine Freundin. Bitte, du bist so auffällig. Puh. Schau. Ich habe gerade einen guten Job in Aussicht. Wenn ich jetzt einen Vorstraf habe, dann kriege ich den Job nicht. Und wenn ich einen guten Job habe, dann lade ich dich ein auf eine Pizza. Lass mich einfach Pizza. Und eine Cola. Nein, Alter, das ist falsch. Okay. Gut. Weißt du, was du jetzt machst? Du gehst jetzt da rein und machst ihm ein bisschen schöne Augen. Das kannst du eh gut. Okay. Und dann sagst du ihm, dass ich nichts damit zum Tag gehabt habe. Alter, du bist so eine deppere Kuh. Hab ich ein Alter, oder was? Ja, was hängt denn da ab? Boah. Ja, ja, darum musst du das jetzt machen. Und Unterwäsche hab ich auch keine wegen dir. Okay. Wie viel? Was, wie viel? Wie viel zahlst du mir? Du weißt, dass ich kein Geld hab. Selbst den Wohnwagen hab ich verkaufen müssen. Jetzt muss ich bei euch im Stall schlafen. 1000 Euro. Ich hab kein Geld. 500. Ein Zehner kannst du haben. 300 und der Rabattkarten von Maggie, mein letztes Angebot. 100. Die Rabattkarten von Mackie und die Family Card vom IKEA. Deal.